Tag 2 unserer Gran Canaria Tour. Im Hintergrund seht ihr es schon, das Bellyboot ist bereits fertig gemacht. Ich bin heute bis zum frühen Nachmittag erst einmal allein unterwegs. Leon hat noch ein bisschen was zu tun und im Hintergrund befindet sich der Stausee. Ihr seht's, sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Echt schöne steile Abbruchkanten. Dann werde ich mal aufsatteln und dann geht's los aufs Wasser. Schöner Fisch, der erste. Nice. Der hat richtig Power. Ich habe ihn auf Wackiwurm aus der Ecke gekitzelt. Der ist schön dunkel. Da ist er nochmal. Geil. Oh, Alter. Instant hat er sich den Wurm genommen. Abgegangen. Verdammt. Crazy. Wie stehen denn da? Mal gucken. Zwei Würfe, zwei Bisse hier in die Ecke der Staumauer. Ich muss sagen, das sind wirklich sehr gute Ecken immer. Und die stehen meistens auch nicht allein dort. Na, jetzt habe ich nicht richtig reingetroffen, aber das ist eine richtige Einbuchtung. Jawohl. Ah, Junge, 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 ging die ab. Komplett verrückt, die Biester. Next one, diesmal auf Texas Rig. Light Texas Rig mit einem 3,5 Gramm Bullet und einer 4 Inch Craw, funktioniert auch. Und die Fische sind heute endlich mal ein bisschen genährter, ein bisschen dunkler. Merkt man gleich, viel kampfstärker. Ja. Diese verrückten Viecher. Sind die schön, die Fische. Geil. So ein kleiner, der hat genau 30 cm, der macht so einen Rabatz und ihr seht, ein bisschen dicker sind die als gestern. Gestern, die waren richtig ausgelutscht. Probieren wir es mal weiter hier. Vielleicht kracht es ja nochmal. Weil der läuft auch so geil. Man kann den richtig zackig in kleinen S-Kurven fühlen und richtig ausschweifen lassen. Ja. Die sind völlig verrückt, die Viecher. Er hat sich einfach diesen Swimbait reingeknallt. Unglaublich. Eieieiei. Geht ja doch schneller als gedacht dann. Der hat gerade mal seine 38. Jetzt habe ich wieder einen ganz guten Halbstarken dran. Wieder auf Craw. Die haben richtig Power hier. Das macht mal richtig Spaß. Mehr Kraft als gestern. Ja, bleib hier. Jawohl. Boah, gerade noch so. Köder hat sich gelöst. Auch wieder ein schöner Fisch. Ich habe gerade so einen guten Biss bekommen. Die haben so Kraft, der ist richtig powerful, der Fisch. Könnte mein größter für heute sein. Ja, nicht unbedingt, aber einfach nice, ey. Schöner Fisch. Geil. Ja. Next one auf die Megabass-Grundel. Abgegangen, Dark Sleeper. Das ist natürlich geil. Das Ding hat hier einen Weed Guard. Richtig schöner, fetter Happen. Augen sind natürlich wie immer schon weg. Super Farbe. Kann man hier schön durchs Kraut leiern. Kommt bestimmt gleich der nächste. Ah, ja, er ist dran. Ist doch nicht. Da ist er. Wieder dran. Irgendwie halten die nicht gut an diesem Haken. Unten bleiben, mein Freund. Kein Surfen. So, nach mehreren vielen Bissen hat es jetzt geklappt auf die Grundel. Wird auf jeden Fall gut angenommen. Kleiner Black Bass. Der sieht so schön aus. Der ist so gold hier unten. Es glänzt einfach alles. Richtig schöne Fische. Und ciao.
Jawohl. Jetzt habe ich mal eine kurze Beißflaute gehabt von 20-30 Minuten und habe nochmal einen voluminöseren Krebs rangemacht, Steezhock. Und der Schöne wollte es wissen. Mir ist gerade die Schnur gerissen und der Fisch ist aber noch dran. Und der ist gar nicht mal schlecht, der Fisch. Bleib da, bleib da, bleib da. Jawohl. Ich hab ihn. Schnurriss, die Schnur schwamm nach oben. Glück für mich und den Fisch, freue ich mich, dass ich den noch gekriegt habe. Und er auch den Köder losgeworden ist. Habe ich einen dicken dran? Boah, geiler Biss. Das ist mein größter Fisch auf jeden Fall. Wo ist er? Da kommt er. Ah, die sind so stark hier. Jawohl. Ich hätte gedacht, der ist sogar noch dicker. Ja, jetzt hat es hier mal wieder geklappt mit dem Rig im Kraut. Richtig nicer Fisch. Der hatte Power, 35 cm. Darf wieder schwimmen wie immer. Schöner Jump noch. Also manchmal kann man gar nicht so schnell reagieren. Ich habe eingeworfen, dachte mir, was ist das denn? Zieht alles zur Seite. Und dann hat er sich hier den Skirted Jig mit dem Seelos Craw reingezimmert. Vielleicht nochmal hinwerfen hier, mal gucken, was hier passiert. Richtig geiler Spot hier an der Kante. Ich sehe richtig dicke Felsen unter Wasser. Das ist hier ein Eldorado. Einfach schön, herrlich. Nicht einfach jetzt, wo die Sonne so weit oben steht, kurz vor Mittag. Jawohl. Good one. Oh, das macht so Spaß hier, Leute. Ah, nicht abgehen. Bleib dran. Glasklares Wasser und so eine Fische. Da ist er. Ja, mittlerweile ist es 12 Uhr. Ich fische jetzt hier die Steilkanten ab. Es ist einfach so schön klares Wasser. Und es sind immer kleine Höhlen und Vorsprünge an den Steilkanten. Und wenn man da reinskippt, beziehungsweise die Craw hinwirft, kriegt man meistens sofort Bisse. Und da sind auch bessere Fische, so 35er dabei. Macht so Spaß. Es ist einfach diese Kulisse. Ich schwenke hier mal rum. Wie geil ist das bitte? Ihr könnt hier jeden Tag angeln. No joke. Naja, gucken wir mal weiter, ob was beißt. Jawohl. Wieder auf den Seelos Craw Pigeon Strike am Skirted Jig. Einfach nur geil. I love it. Da ist der Übeltäter. Nächster Barsch, einfach in dieser Kulisse, Leute, guckt es euch an. Dieser Canyon hinter mir, ich lasse den Fisch schnell schwimmen. Dieser Canyon hinter mir mit den Palmen und den Kakteen, es ist so göttlich, einfach wunderschön hier. Also die Durchschnittsgröße mit knapp 35 cm könnte mir durchaus dauerhaft gefallen. Und jetzt hier nochmal am Ende vom Stausee zwischen den Steinen und dem Kraut diesen schönen Fisch hier rausgekratzt. Instant draufgekloppt auf die Craw, einfach nur schön. So langsam habe ich hier ein Problem mit den Ködern, weil der Verschleiß extrem groß ist. Ich habe gar nicht mehr so viele 4-Inch Craws. Auch nicht in meinen Wunschfarben, die ein bisschen gedeckter sind, weil es ist natürlich absolut sonnig. Es gibt hier keine Wolken und das Wasser ist recht klar oder sogar sehr klar, was natürlich cool ist, man sieht viel. Aber ja, nächstes Mal muss ich mehr Craws mitnehmen. Probieren wir mal, ob da einer steht. Hier ist alles voller Findlinge, voller Steine, richtig geile Struktur. Ich bin hier absolut im Black Bass Heaven. Ja, und genau deswegen, oh yeah, der darf nicht abgehen, das ist ein schöner. Alter, was ist denn hier los?
Oh Gott. Hier rollt man echt gut ab. Schöne Fische. Einfach nur schöne Fische. Der nächste auf den Selos Craw. Oh, der Wind nimmt hier gerade richtig zu. Muss ganz schön rudern. Schnell rein damit. Weiter geht's. Jawohl. Ja. Das ist gut. Ach, fühlt sich das gut an. Wieder auf den Selos Craw. Wie ihr seht, ist Leon jetzt auch wieder dabei. Der Gute war schon ganz hippelig, verständlicherweise. Absolut zu Recht. Hier ist es ein bisschen schwieriger, der Zugang zum Stausee. Sehr lehmig und abschüssig, aber wir schaffen das. Bäumchen. Gemeinsam schaffen wir das, Leon. Sowas von. Hau rein. Oh, wie eine Elfe. Ah, back in the game. Ab geht die Luzi. Geil. Das kommt mit drauf. Oh, herrlich. Ja, Leute, wir sind auf einem neuen Stausee. Dieser Stausee ist der erste, der trüb ist. Und wir fangen jetzt mal an. Leon macht den ersten Wurf. Anscheinend mit Wacky, oder? Skirted Jig. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir hier ein paar schöne Barsche rausgezaubert bekommen. Prost. Grundsätzlich ist es ja beim Schwarzbarschangeln immer so, dass man Cover suchen sollte und da oft die Barsche stehen. Deswegen werde ich hier mal dieses Zelt beangeln. Mal gucken, ob da einer drunter steht. Leon fährt gleich gegen. Der will es auf die harte Nummer. Vertikal da drunter. Jetzt hat es geklappt, der erste hier für mich in diesem Stausee. Leon hat auch schon zwei oder drei. Die Größe lässt es wünschen übrig, aber die Bisse kommen. Auch wieder am Skirted Jig mit dem Selos Craw. Mal schauen, ob noch ein größerer kommt. Alter, unglaublich. Also diese Selos Craw hier ist einfach eine Legende. Die Power, ey, da ist jetzt ein GS drin. Oh, die sind hier auf der Seite nicht schlecht. Jawohl. So wollen wir es haben. Richtig nice. Nicht springen. So. Mal wieder einer zwischen den Steinen rausgelockt. Oh no, oh no. Oh, ist der fett. Ach du Scheiße. Bitte bleib dran, bitte bleib dran. Was ist das für Tanker? '54. No way. Ich war hier gerade wie in Trunks in der Sonne. Es sind 35 Grad plus. Und ich habe hier die Selos Craw am Skirted Jig geworfen. Guckt euch diesen Berserkerfisch an. Ich bin überglücklich. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass dieser Fisch beißt. Unglaublich. Alter, Alter. So, hier ist er nochmal. Was für eine Kalosche. Dafür sind wir ja hier. Richtig starker Fisch. Der darf jetzt wieder schwimmen. Wir verabschieden uns von Tag 2 auf Gran Canaria. Leon macht hier seine letzten Würfe. Wir werden jetzt gleich rausgehen. All in war es für mich natürlich ein sehr erfolgreicher Tag. Schöne, viele 35er. Barsche gefangen und den 50 plus Barsch jetzt hier in diesem trüberen Stausee noch. Leon hat auch seine Barsche gefangen, da konnte er heute leider nur ja, vielleicht 20% maximal des Tages fischen. Morgen sind wir beide glücklicherweise noch mal einen ganzen Tag zusammen raus oder draußen. Und ja, ihr könnt ja schon mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr der Meinung seid, dass wir am Tag 3, unseren letzten Tag, noch einen 50 plus Barsch fangen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.